So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Aber das ist nicht die Kitchen und hier wird auch nichts getestet. Hier möchte ich vielleicht aber Unboxing-Videos aufnehmen. Ich bin ja umgezogen. Ich habe jetzt ganz andere Location. Ich weiß gar nicht was, wie, wo. Eigentlich bräuchte man ja, früher hatte man den Hefemarkt für Challenges, einen Tisch draußen. Muss ich gucken, ob ich hier was finde in der Umgebung. Dann hatte ich immer die Toilette für Unboxings. Auf der Toilette habe ich immer angeboxt. Jetzt möchte ich vielleicht hier unboxen im Schlafzimmer. Das andere hat natürlich mehr Style gehabt, aber hier ist die Belichtung meistens okay. Gerade auch wenn die Jalousien unten sind, wirkt das trotzdem freundlich und hell, aber irgendwie auch dunkel und deswegen ist sowieso alles komisch. Mein größtes Problem ist aber Ramses Kitchen. Ich habe beim letzten Mal, also bei mir zu Hause, ja immer in der Küche gefilmt. In der Küche. Ramses Kitchen in der Küche. Hab dafür an meinem Gefrierschrank gesessen. Die Kamera auf den Gefrierschrank gestellt, saß vor dem Gefrierschrank und hinter mir habt ihr genau die Küche gesehen und was Adi immer gemacht hat. Jetzt habe ich hier schon mehrere Locations in der Wohnung ausgecheckt und bin mit allen unzufrieden. Bis ich die Bonus-Location gefunden habe, aber ich möchte euch trotzdem fragen, welche Location findet ihr am besten für Ramses Kitchen? Dafür nehme ich euch jetzt mit, gehe die einzelnen Locations mit euch durch und ihr könnt dann mal in den Kommentaren schreiben, was ist das Beste, was ist das Schlechteste oder... Vielleicht mache ich es auch als Premiere, dass da jemand gleich dazu schreiben kann, was, wie, wo. Ich gehe jetzt mal rüber und zeige euch die erste Location. So, das wäre die erste Location, auch wieder auf dem Gefrierschrank. Den habe ich nämlich mitgenommen, habe den extra mir auch hier in die Ecke gestellt. Und hier ist auch ein Fenster, so ähnlich wie zu Hause bei mir. Hier der Gefrierschrank, hier das Fenster, du sitzt hier davor, im Hintergrund die Küche. Was mich hier stört ist, dass da der Hintergrund so weit weg ist, so viel Raum nach hinten offen ist. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Dann seht ihr hier schon, eine Seite ist hell, die andere Seite ist im Schatten. Das war zu Hause auch nicht so. Ich möchte jetzt in den einzelnen Locations trotzdem mal was testen. Dafür habe ich mir hier so ein Billig-Actimel besorgt und einen Löffel Senf. Und dann können wir mal gucken, wie das ist für Ramses Kitchen. Was mich auch stört, nicht, dass der Adi hier ankommt. Oh, Entschuldigung. Jetzt wollte gerade hochhüpfen. Sondern, dass mein Bein immer hier an dieser Kante ist und es tut so weh. Weil hier auch gar kein Platz ist. Das sind die Vor- und Nachteile, aber jetzt kurz zum Test. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich möchte hier diesen Senf testen, einen Löffel Senf von dem Bautzner Mittelschaf. Dafür haben wir hier einen Löffel, dafür haben wir hier den Senf, dafür haben wir hier den Adi. Adi, Schatz, ja, jetzt rennst du weg, das merkst du nämlich gar nicht. Mmh, das ist so ein toller Senf. Damit der Senf erträglicher ist, spülen wir direkt mal nach mit diesem billig Milzani Aktivdrink Erdbeer-Banane. So, habt ihr das auch schon mal probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Location. So, das wäre die zweite Location. Wie ihr seht, habe ich jetzt eine Küche hinter mir. Ich brauche nicht mal meinen Schrank, weil hier ist ja schon ein Schrank, aber statt einer hellen Ablage, eine dunkle Ablage, ist Küche, passt, aber ist so weit im Raum drin und so weit von den Fenstern und Außenwänden weg, dass man irgendwie trotzdem in einer dunklen Ecke sitzt, die jedes Mal Schatten wirft und das einfach nicht so freundlich aussieht. Jetzt aber der Test. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet, nämlich diesen Bautzner Senfmittelschaf. Den wollen wir jetzt mal testen. Dafür nehmen wir hier den Becher, nehmen einen Löffel raus von diesem Senf. Mmh, das ist so ein guter Senf. Und zum Nachspülen einmal Milzani Aktivdrink mit Erdbeere, Banane. Das schmeckt mir am besten. Ah, man. Habt ihr das auch schon mal probiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Location.
So, wir sind bei der dritten Location angekommen. Ihr seht schon, es ist deutlich heller. Man sitzt direkt wieder vor einem Fenster, vor der Tür, vor einer Außenwand. Ihr steht diesmal hier auf diesem Kratzbaum. Und guckt mal, da ist sogar eine Katze und die schnüffelt mit ihrer Nase. Molly! Molly, Schatz, soll ich mal so machen? Ah! Macht sie gleich und dreht total durch. Also, ihr könnt, also ich würde natürlich das nicht auf dem Kratzbaum machen. Ich würde mir hier schon mein Schränkchen hinstellen. Habt ihr wieder Küche im Hintergrund? Theoretisch. Ist auch nicht ganz so weit weg. Theoretisch. Es ist hell, es ist strahlend. Aber jetzt erstmal zum Test. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Küche, Kitchen, der Dicke. Wir wollen heute mal diesen Senf testen, denn das ist der beste Senf der ganzen Welt. Deswegen mache ich schon mal den Deckel auf, nehme hier mal einen schönen Löffel Senf. So toll, dieser Senf. Irgendwie ist ja gerade ein Brocken drin und ich weiß nicht von was. Und zum Abschluss gibt es natürlich noch ein Milzani Aktivdrink plus LKCI 431 plus Calcium, Erdbeere, Banane. Weil auf einem Bein kannst du nicht stehen. Außer du hast zwei Krücken vielleicht. Meine Krücken sind Senf und dieses Zeug da. So, aber nachdem ich hier schon ein paar Sachen aufgenommen habe, zeige ich euch jetzt mal die Bonus-Location für den Thomas. Nein, die Bonus-Location, die dann erst zum Einsatz kam, die euch jetzt hoffentlich überzeugt. So, das ist die Bonus-Location. Ihr seht schon, wir sitzen jetzt hier draußen auf dem Balkon. Da fühle ich mich gleich wie Kesto. Weil Kesto hat ja auch eine Zeit lang immer bei seiner Freundin auf dem Balkon Bier getestet, Gurkenwasser getrunken, alle solche Sachen, hat das jemand gesagt. Im Sommer ist das richtig stark, im Sommer auf dem Balkon Sachen testen. Ich finde hier die Belichtung sogar am besten noch. Du kannst tagsüber filmen, du kannst mittags filmen, du kannst abends filmen. Nachts kannst du wahrscheinlich nicht filmen. Du sitzt im Freien, hast frische Luft, es schallt ein bisschen, es hallert ein bisschen. Als ich so rumgesessen habe, war das schlimmer. Aber so rum ist das optimal, auch mit dem Lichteinfall und allem. Und es ist halt kalt. Jetzt habe ich keine Schuhe an, meine Füße frieren, meine Beine frieren, mein Oberkörper friert, meine Arme frieren, alles friert. Aber ich glaube, hier lenkt nicht so viel ab im Hintergrund. Hier hast du direkt was hinter dir und hier habe ich jetzt dann auch schon ein paar andere Sachen gedreht. Was sagt ihr dazu aber? Ist das passend? Fandet ihr eine andere besser? Was sagt ihr zu Location 1, 2, 3 und 4? Wir müssen natürlich noch unseren Test machen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der große Senftest mit dem Bautzner Senf. Mittelscharf. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal einen Löffel davon probieren. Weil der schmeckt nämlich so gut. Haben jetzt hier einen Löffel Bautzner Senf. Er verliert immer mehr an Geschmack und wird immer mehr zu Pappe. Normalerweise würde ich jetzt so einen komischen Erdbeer-Banane-Drink trinken. Aber wir hatten nur noch drei. Das heißt, ich nehme einfach noch einen Bautzner Senf-Löffel, genau. Noch ein Senf-Löffel. Oh mein Gott. Ist das schmackhaft, oder? So, was ist eure Meinung jetzt dazu? Ist das die neue Ramses Kitchen Location? Ich weiß, ich habe schon gelesen, Ramses Kitchen gehört in die Küche. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Küche ist es mir eigentlich zu dunkel. Sieht eigentlich komisch aus, fühle ich mich unwohl. Hier friere ich halt, gerade wenn es regnet oder im Winter, wird das richtig genial. Hier draußen zu sitzen im Verschneiden Tisch, überall macht irgendwas. Aber eure Meinung ist gefragt, dafür habe ich euch jetzt mit reingeholt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Tests, die ich gemacht habe, an den anderen Locations, habe ich nämlich versucht schon was aufzunehmen, ob ich das überhaupt hochlade und rausbringe.
Da habe ich einmal das getestet, einmal das, einmal das. Ich weiß nicht, ob ich das hochlade, weil irgendwie hat mir das gar nicht gefallen. Oder ob ich das einfach lösche. Manches kann ich aber leider gar nicht mehr neu machen. Oder ob ihr sagt, haust trotzdem noch einfach raus. Mach halt als unreleased wieder oder so. Dann ist es erstmal da und dann sieht man nochmal in voller Pracht, wie hässlich das aussieht. Das war es jetzt aber erstmal von meiner Seite aus. Ich brauche unbedingt euer Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal und kauft mehr Bautzner Senf. Das ist der Beste. Guckt dir das an. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.